ist albumfrei Thomas Müller mit seiner Börsenversion. Der Vortrag jetzt von dem Herrn Müller hat mir am besten gefallen. Es war so vieles. Also auch Frau Sander war auf jeden Fall sehr interessant zu hören, weil es einfach eine erfrischende Frau gewesen ist, die einfach mit ihrem Alter einfach frische Impulse gesetzt hat. Einfach wundervoll. Ja, jetzt der letzte Vortrag von Thomas Müller. Also der hat aufgezeigt, dass man sieht, wie das die ganzen Verlauf die Aktien genommen haben in letzter Zeit. Ich wusste das ja auch nicht. Ne? Also zwei Vorträge, einmal die Frau Sander und jetzt der Thomas Müller. Oh, es gab mehrere. Auf jeden Fall der Thomas Müller jetzt noch am Schluss. Oh, schwierige Frage. Die alte Dame. Ich habe mir allgemein neue Informationen geholt für meine Investitionen, die ich schon lange habe. Und überlege mir eventuell, ob ich in den neuen Fonds in den USA investiere. Dass die Frau Sander hier war. Leider konnte ich sie nicht sehen, aber mein Mann. Es gab zwei Punkte. Also die Dame, die gesprochen hat am Anfang und jetzt natürlich der Herr Müller mit seinem Börsenausblick für 2020. Und das hat natürlich beinhaltet, dass das mich jetzt so ein bisschen zu Ausgabendisziplin zurückgeworfen hat. Also sprich, einen gescheiten Plan zu machen und konsistent und stringent in den, im eigenen Vermögensaufbau da handeln. Eigentlich die Erklärungen und die Aussichten über das Gold und über quasi das Gold heutzutage, der Geld mehr und mehr zum Geldersatz mutiert, also zum Bargeldersatz. Also die Goldaussagen fand ich sehr, sehr treffend. Ja, die Frau Sander. Der Vortrag, alles, von was sie gesagt hat, alles einfach so. Fand ich absolut toll. Also die hatte so viel Energie und sie hat das so super rübergebracht. Ich habe ganz wenig Ahnung von Aktien, aber ich fand es einfach toll. Das war es so. Für mich war ein Grund die Sandra, diese Buchvorstellung. Ich habe dann natürlich auch ein Buch gekauft und natürlich die neuesten Fonds, die aufgelegt worden sind, der US-Fonds. Oder das waren für mich so die wichtigsten Sachen. Meine andere natürlich eine Auffrischung der Information, was gibt es Neues auf dem Aktienmarkt, wo sind die Gefahren, wo geht die Tendenz hin. Gerade die nächsten Jahre in der Unsicherheit auf dem Markt ist natürlich momentan etwas kritisch, wenn man neue Aktien kauft, in welche Richtung geben. Das ist natürlich für mich das Wichtigste gewesen jetzt. Die Börsenversion von Thomas Müller, auch wenn sie heute ein bisschen länger gedauert hat, aber wie jedes Mal sehr interessant und ich bin gespannt, ob sich das bewahrheitet dann. Also ich meine, der Abschluss von Herrn Müller war natürlich super. Ja? Und ja, so der ganze Börsentag war eigentlich interessant und lehrreich und man kann auch wirklich viel in die Praxis übertragen. Das persönliche Highlight war der Vortrag von der Gastrednerin Frau Sander. Die Rede von Herrn Müller. Natürlich die Rede von Herrn Müller jetzt, vor allem mit dem Aktienausblick. Er hat uns allen Mut gemacht und das ist gut so. Ich bin heute das erste Mal da, bin Neueinsteiger. Ich muss sagen, also für mich war es das interessant. Der Optimismus. Höhepunkt des heutigen Tages, es war natürlich der Vortrag vom Thomas Müller, ganz klar. Ja, ich habe heute erfahren, dass es ein neues Zertifikat gibt, USA. Interessiert mich ganz sehr. Ich habe den 2014 aufgelegten Zertifikat als Ostdeutscher bezogen und lebe damit recht gut. Ich bin das erste Mal dabei und der Abschlussvortrag vom Boss hat mir am besten gefallen. Ja, der letzte Vortrag jetzt, ja, der hat mich sehr interessiert. Weswegen? Ja, weil man da gesehen hat, was man in der nächsten Zeit eventuell dann investieren kann, ja. Das letzte bei Herrn Müller, das war eigentlich sehr interessant. Also überhaupt, mal grundsätzlich die Angst zu nehmen von der Börseninvestition, das, was mir ganz interessant gelegen hat, bin halt natürlich noch ein bisschen im Zweifel, weil ich ja selbst nicht unbedingt bis jetzt in der Börse groß angelegt habe, aber es ist auf jeden Fall ganz interessant, wie man zum Schluss noch das Resümee schön durchgebracht hat. Also auf jeden Fall werde ich mich jetzt mal ein bisschen besser einlesen und schauen, dass ich mal was Neues mache. Wo man gut investieren kann. Also das hat mir jetzt gut gefallen. Die Highlights von dem Herrn Müller. Der letzte Vortrag.
Weswegen? Ja, weil er gesagt hat, was die besten Anlagestrategien sind für langfristige Investments, sodass man keine Angst haben soll vor der Börse. Und man soll doch bitte das Sparbuch in die Tonne treten. So habe ich das mal mitgenommen. Ja, alles gut, ja. Ja, der letzte Vortrag von dem Herrn Müller, die Börsenversion, war schon ein Highlight.